Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Habt ihr es schon mal erlebt, dass ein Suspect Fixpunkt-Smokes kann? Passt mal genau auf, was Mr. Suspect hier macht. Er konzentriert sich und schmeißt diese Smoke. Ich habe hier übrigens nur diese erste Runde gesehen und dann nicht weiter, weil ich dachte, ja, vielleicht wird es interessant. Das ist übrigens seine Fixpunkt-Smoke. Ich weiß nicht genau, wofür die ist. Also ich meine, gut, jetzt ist halt hier Tetris abgesmoked, aber ist das jetzt irgendwie. Ist das jetzt irgendwie was. Was ihm jetzt großartig hilft? Klar, die Tees kommen meistens da raus und hüppeln da hoch und dödeln da rum. Aber ist das eine Smoke, die man oft schmeißt? Wobei ich jetzt auch gar nicht großartig speziell über diese Smoke sprechen möchte, sondern tatsächlich über diesen Fixpunktwurf. Ich nehme an, das war einer. Ne? Er war kurz fokussiert, dann wahrscheinlich noch ein Jump-Bind und dann reingejallert. Gut, hier sieht man jetzt, dass er leider fett anhat. Also Vision Assist wie auch Aim Assist. Uff, er war übrigens auch kurz weg. Ne? Also so wie im letzten Fall, glaube ich, oder vorletzter Fall. Jemand, der da ist, vor sich hinspielt. Und dann, keine Ahnung, wir gucken mal kurz aufs Scoreboard. Irgendwie nicht delivered oder gekillt wird. Er hat in der ersten Runde, die wir gesehen haben, ja keinen Kill gemacht. Und hat hier wohl auch einen Cheater gegen sich stehen und denkt sich, ja gut, dann kann ich ja auch anmachen. Richtig ekelhafter Knilch. Auch wenn man den, man kann nachvollziehen, wie so ein Gedanke entsteht. Aber ist natürlich trotzdem absolut dumm, ne? Dann zu sagen, ja, jetzt scheiße ich auch rein. Cheatra, das Moment ist raus mit dem Cheatra, oder? Tritra, Trullala und so weiter. Also das ist es einfach nicht. Der Fall ist es leider aber auch nicht. Ich dachte, hier wird jetzt noch so ein bisschen was gemacht. Ich frage mich, ob er tatsächlich am Anfang, also in der ersten Runde, die wir gesehen haben, irgendwie noch was versuchen wollte. Also mit dieser Smoke. So wirklich gesagt hat, ich versuch's jetzt. Ich versuch das Spiel irgendwie zu drehen, bevor ich anmache. Und dann wird er gekillt und macht halt dann einfach selbst an. Also ganz, ganz, ganz frech. Ich schaue jetzt noch diese Runde rein, aber kann mir nicht vorstellen, dass er was Verwertbares dabei ist, weil er hat halt voll an. Er hat Vision Assist am Start, er hat Aim Assist am Start und wird hier ordentlich reinbratzen, wurde aber trotzdem getroffen. Also er ist ein bisschen langsam, er drückt wohl noch selbst ab. Pass mal auf, wie jetzt hier. Okay, gut, mit der Smoke hat sich natürlich auch der Gegner keinen Gefallen getan, ne? Gegen jemanden, der Aim Assist und Vision Assist hat. Auf, was machst du mit den beiden B-Affen? Machst du die weg? Du Keck? Was war das denn jetzt hier für ein... Also dieses Gepieke kann doch eben nicht sein Ernst gewesen sein, oder? Er hat doch eben kurz bei Mitte unten als wenn da jemand sein könnte. Da weiß doch genau, wo sie stehen, der Affe. Auf! Ach, guck mal, wie er piekt. Ist das sein Ernst? Oder geht sein Wallhack nicht weit genug? Weil er kann doch jetzt nicht im Ernst so tun, als müsste er hier noch irgendwas irgendwie abaimen. Oh mein Gott, der Gegner kann ihn sogar bald killen, wenn er sich jetzt nicht hier umgestellt hat. Hä? Das ist doch nicht wirklich ein Gedankengang von ihm, von wegen, ich tue es noch so, als ob. Richtiger Vogel. Ich baller einfach durch. So, wir hauen ihm logischerweise Aim Assist rein, Vision Assist rein. Ada ist mir nichts aufgefallen und bei Grief auch nicht. Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, der Sack war zwei Runden oder so nicht da. Das ist schon sehr anti-competitive. Und... Ah, wisst ihr was? Theoretisch? Er hat sich auch im vollen Bewusstsein ist er raus, weil er dann seine Cheats angemacht hat. Also er ist gewollt raus und hat die Mates mindestens, ich glaube, es waren zwei Runden, alleine gelassen. Wisst ihr was? Ich mache in dem Fall auch noch Grief mit oben drauf, weil er hat das ja bei vollem Gewissen, bei vollem Bewusstsein gemacht und die Mates alleine gelassen. Die Frage ist halt, werden da andere Overwatcher auch drauf drücken auf das Grief? Das weiß ich halt nicht, weil der Gedanke, der muss einem erstmal kommen, auch wenn er recht naheliegend ist. Ich werde es aber trotzdem so lassen. Der soll schon naschen, was er verdient. Der Vogel, weg mit dir, Drecksack. Sodle. Guck mal da, passenderweise haben wir direkt den nächsten Fall am Start. Wir drücken einfach mal ganz, ganz fest die Daumen. Ich kann so die Daumen drücken. Wir drücken mal ganz fest die Daumen, dass hier irgendwas verwertbar... Oh, nochmal Mirage. Wahrscheinlich die Sicht des Gegners. Dass es hier irgendwie verwertbar ist. Okay, er ist zumindest noch nicht irgendwie am Hardcore reinjallern und hat eine Mainframe, Alter. Ah, es dreht sich schon ein Gegner im Kreis. Violet macht hier... Ah, der Hoppler. Violet macht hier auch einen schönen Headshot. Hier wird reingebunnyhoppt. Das ist wahrscheinlich auch ein absolut loster Fall. Wir gucken mal noch kurz in... Ja, okay, das ist Boosting Lobby, beziehungsweise... Ja, das, ich glaube sogar eher Boosting Lobby als alles andere. Obwohl, vielleicht auch nicht. Vielleicht hier wow. Mit Frameverlust auch noch. Gut, der stinkt. Aim Assist, Vision Assist, Other, Griefing,
Ist mir jetzt halt nichts aufgefallen, aber dafür habe ich auch nicht genug reingeschaut. Und weg mit dir, du Vogel. Wir gehen jetzt in die Giveaways rein. Ich weiß, die Portion der Overwatches war jetzt halt etwas kurz, aber ich habe ein bisschen gehofft, dass der andere Fall halt dann doch etwas mehr zu bieten hat. Normalerweise schaue ich mir die Fälle halt an, guck durch, gerade damit wir keinen Hardcore-Spinbotter, Rager oder sonst was haben, weil das halt dann meist langweilig ist. Leider habe ich jetzt eben hier nur die erste Runde angeschaut und dachte, einer deiner Fixpunkt-Smoke wirft, ich flippe aus. Oder der zumindest so tut, als wenn einer werfen würde. Ja gut, dann gehen wir jetzt ans Giveaway. Im Top-10-Video gab es ja diese MP5 SD Necro zu gewinnen. Man musste dazu einfach nur seinem Kommentar hinzufügen, ob man auch eine eigene Top-Liste der Duels hat und falls ja, welche das eben ist. Es hat, glaube ich, gereicht, wenn man sich einfach dazu geäußert hat. Also wenn man schreibt, sorry, ich habe keine Top-10-Liste, dann kann man auch das Giveaway gewinnen. Man muss halt nur irgendwas in der Richtung schreiben. So, hier schon alles vorbereitet. Der Link ist drin, Duplicate-Users raus. Die Rechnung habe ich für euch schon ausgerechnet. Wir holen uns mal YouTube-Kommentare, 23 Stück, vielen Dank dafür. Und gehen direkt in die Gewinnerziehung. Ich hoffe, dass ich nicht wieder zuerst gezogen werde. Das haben wir letztes Mal das erste Mal gehabt. Guck mal da, Kusch. Platz 1 und 2 bin ich voll bei dir. Das ist jetzt schwierig, Auslegungssache, ne? Also ich würde sagen, das könnte man jetzt auslegen und sagen, ja gut, da er sagt, ich bin da voll bei dir, denn mein Platz 1 und 2 sind auch diese beiden Skins, dann wäre das erfüllt. Aber ich muss doch leider so ein bisschen darauf Wert legen, dass man das halt schon so macht, wie ich es gesagt habe. Man sollte über seine eigene Liste schreiben, ob man eine hat und wenn ja, wie sie aussieht. Das ist zwar nah dran, aber ich denke, Kusch, von dir nicht gewollt. Ich nehme an, du hast nicht gewusst, dass es hier ein Giveaway gibt, beziehungsweise was das Codewort ist. Schade, dann ziehe ich den nächsten? Ich dachte, das geht direkt los. War letztes Mal nicht direkt die Ziehung, wenn ich da drauf... Naja, die Twin Turbo spiele ich selber, da der Skin ein bisschen grün. Zudem habe ich angefangen als Terror. Schade, Nikolas, Mensch, hey. Schade. Also ihr müsst da auf jeden Fall gucken, dass ihr halt auf diese Codephrase achtet. Ich sage eigentlich immer beim Giveaway selbst, der dritte in Folge. Janis, schade, der hier nicht. Gut, machen wir weiter. Also das haben wir auch noch nicht gehabt. Dass so lange hier. So, Video ist wie immer. Meine Top-Berettas aus einer Top 10 sind die Emeralds. Gut, das verstehe ich zwar nicht ganz, Störenfried, aber das ist auf jeden Fall meine Top-Berettas aus deiner Top. Das lasse ich jetzt zählen. Auch wenn schon wieder sehr, sehr, eigentlich etwas entfernt ist, aber meine Top-Berettas. Darum sollte es gehen, man sollte seine eigene Top-Beretta schreiben. Wahrscheinlich meinst du damit deine Top-Number-One-Beretta, was wiederum ausreicht. Störenfried, du bist somit der Gewinner des hier eben angesprochenen Giveaways. Du schreibst bitte unter diesem Video hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Einfach, wow, cool, ich habe gewonnen, toll. Und fügst bitte hier, Moment. Ah, okay, in deiner Kanalinfo deinen Trade-Link hinzu. Ich sehe, der steht da bereits drin, okay. Dann ist das ausreichend, aber es ist dennoch wichtig, dass du hier unter diesem Video schreibst, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Denn so ist es halt immer. Und auch um das nochmal ganz kurz vielleicht zu erklären, meine Giveaways basieren schon immer auf Aktivität. Und man soll eben nicht einfach nur, hier ist mein Trade-Link und falls ich was gewinne, schick mir es zu, ne? Sondern man soll eben einfach die Videos schauen, man soll zum Beispiel bei den Stream-Giveaways in den Streams sein, das geht da auch nur mit Aktivität. Da gibt es übrigens die ganz großen Sachen, die Knives und so weiter und so fort. Was ja an sich auch, ich nehme an, nicht zu viel verlangt ist, weil es ist natürlich Zeit und Zeit ist Geld, das ist klar. Aber dennoch kann man eben sonst kostenlos im Stream sein und die Videos schauen und ja, das ist halt so das Mindeste neben dem Kommentar, das ich verlange, dass man eben auch reinschaut. Und wir haben es ab und an, zwar nicht oft, aber ab und an, dass halt die Leute nur bei einem einzigen Video da sind, die haben irgendwie mitbekommen, dass es ein Giveaway gibt, dann machen sie da mit und schauen danach nie wieder rein. Und so jemand hat aus meiner Sicht nichts verdient. Der hat nicht verdient, irgendwas zu gewinnen. Und da ich ja sowieso festlegen kann, wie meine Giveaways laufen sollen, und so ist es halt schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren, ist es halt so, dass man einfach sich unter dem Video, wo man dann auch angekündigt wurde als Gewinner, einfach melden soll. Ganz einfach, ne? Und jetzt legen wir noch ein neues Giveaway fest. Und zwar gibt es Folgendes für euch. Und zwar gibt es für euch diese grausame Night Terror M41S zu gewinnen. Und wie man mitmacht, ist ganz einfach. Man fügt seinem Kommentar hier unter diesem Video Folgendes hinzu. Kennst du oder kennt ihr selbst irgendwelche Fixpunkt-Smokes, Nades, Mollys, Flashs oder sonst was? Habt ihr auf Mirage diverse Smokes drauf oder egal welche Map, also könnt ihr sowas? Oder werft ihr einfach immer komplett intuitiv einfach die Smoke weg? Wie sieht's aus? Wenn man das dem Kommentar hinzufügt, ist man automatisch beim Giveaway mit dabei.
Das wäre es dann soweit gewesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt dran und habt Spaß. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.